Wow! Feuer und dann hinter. Ist das erste, was mir dazu einfällt? Oh, die geile Musik ist wieder da, ich fällt wahnsinnig. Okay, also wenn ich jetzt nur auf dem Seil bleiben muss, dann ist es ja nicht so schlimm. Na, natürlich muss ich aber doch weg davon. Oh! Ups! Okay. Da ist da eigentlich noch Boden gewesen, aber natürlich zählt das nicht, wenn es außerhalb von Böden ist. Ja, ich weiß auch gar nicht, wann die Folge hochgeladen wird hier, denn das wird jetzt die Folge sein, die ich an meinem Geburtstag hochladen müsste. Ja, ich habe den Geburtstag, wenn die Folge da ist. Ist das nicht großartig? Also vielleicht ist es früher, vielleicht ist es später. Man weiß es nicht. Und deswegen muss ich natürlich mal besonders... Ich spring aus Reflex vom Seil ab. Ich weiß nicht warum. Ich habe manchmal immer die Angst, dass sie sich nicht am Seil festhalten und drückt dann nochmal die Taste zum Festhalten. Denn bei diesem einen Klippenlevel haben sie sich auch nicht festgehalten, als ich nicht nochmal extra die Taste vorm Seil gedrückt habe, das weiß ich noch. Und deswegen, ja, ich muss ja aufpassen, ich habe nicht mehr so viele Leben, ja. Okay, ich drücke jetzt einfach nicht nochmal, wenn sie, genau, sie bleiben einfach am Seil dran, das ist mir nämlich vorhin zweimal passiert, dass ich das nicht gemerkt habe. Oh yeah, noch mehr von diesen Flugviechern, wie toll ist das denn? Okay, jetzt weiß ich ja, wie das Level tickt. Und jetzt müsste ich es eigentlich gut schaffen. Da ist nochmal ein Seil. Und da war ich viel zu früh dabei. Ich wollte gerade sagen, kommst du auch noch mit, oder? Ja, so, deswegen ist auch diese Bananenkurve, damit man genau weiß, wann man... es ist auch überhaupt nicht knapp bemessen schon wieder teilweise. Und habt ihr gesehen, wie eng das dazwischen war? Da war eine Banane. Da war eine Banane. Alter, was zur Hölle? Okay, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Ja, gut, nochmal. Holy! Okay, das kann ich gerade noch gar nicht. Das Bonuslevel ist mir sehr unbehaglich gerade. Wow! Okay, gut. Wunderbar. Und die Biene hören wir noch ein bisschen drum. Ich bin gerade wieder von dem Ding abgesprungen. Meine Güte, das ist so ein Reflex hier. So. Ich habe das eine Fass einfach mal eben ausgelassen da drüben. Gut, da haben wir schon die Mitte, das ist auch sehr praktisch. Und ein Bonusfass habe ich auch schon erwischt. Das heißt, sollte ich jetzt noch das zweite Bonusfass finden, läuft es wieder relativ gut, bin ich von meinem auf der Bonusjagd. Ja, da wusste ich nicht, wann ich nochmal ein Zeitfenster habe, wo ich durch kann, aber. Das muss ich dann. Hat die Lunte gerade. Guck mal, die Lunte hören wir gar nicht mehr brennen. Beziehungsweise hör mal. Gucken wird schwierig bei Geräuschen. Verräterisch. Einfach verräterisch und das nächste, was passiert, ist, ich fliege einfach mal voll in so eine Bühne rein. Ey. Aber da muss eigentlich das zweite Bonusfass sein. Das sieht man schon, dass man da den Sprung relativ gut nehmen muss und dass dann eine Banane wieder was kennzeichnet. Wird hier wieder durch! Oh Gott, wie knapp, das Bild ist schon viel zu weit oben. Hilfe! Ich weiß nicht, weiter durch kann. Leck mich doch mal Arsch. So, weiter 69 Münzen übrigens. Das kann mir ja jemand in die Kommentare schreiben. Haha, 69. Ja. Nichts gegen denjenigen. Es ist ja ganz lustig manchmal. Ich weiß nicht, ich war gerade wieder bei der Stelle, wo ich das eine Fass übersprungen habe und habe gedacht, ich mach das jetzt wieder. Aber nee, das war eine andere Stelle. Ich komme dem Ober übrigens wieder extrem nah. Ich hoffe, es ist nicht in diesem Level, vor allem nicht in diesem Part. Das wäre angesichts des heutigen Tages für mich besonders tragisch. Also für an dem Tag, an dem es hochgeladen wird, nicht an dem, an dem es gerade aufnimmt. Und ja, die Stelle ist unmöglich zu schaffen. Habe ich einfach mal beschlossen. Weil ich jetzt schon das dritte Mal in Folge jetzt an die da versage. Ja, gut, jetzt mal. Weiß ich ja Bescheid. Okay, jetzt irgendwie. Komm! Was? Holy. Was? Oh, das war alles nur für sowas. Hä? Oh mein Gott. Sehr seltsame Dinge eignen sich hier. Nein. Guck mal, da oben ist der. Da wäre einfach wieder so ein Weg nach oben gewesen, gerade links von mir. Wahrscheinlich wäre da das zweite Bonusfass gewesen. Ich kann es mir vorstellen. Und woher soll ich denn wissen, wann ich da durch kann, bitte, Spiel? So, hier ist was. Danke, zweites Bonusfass. Sehr gut, dann war es doch nicht da drüben, wo ich gerade das vermutet hatte. Und noch mehr Lunden-Action. Wow, 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 wow. Wow, wow. Seht mich an, ich bin wieder mal Indiana Jones.
Das ist auch so ein schöner Running Gag jetzt mittlerweile. Immer wenn ich so links und rechts durch muss, das hatte ich nämlich letztes Mal auch schon gesagt, als ich auf so einem Fässer, auf solchen Fässern den Wasserfall hoch musste. Was war das? Was habe ich da gerade getan? Wieso bin ich so unfähig? Oh Gott. Ah. Okay, jetzt weiß ich ja Bescheid. Aber jetzt schaffen wir es durch. Ich bin ein sehr guter Dinge, tatsächlich sogar. Man hat immer so ein bisschen Trial and Error. Mal schafft man was nicht und dann schafft man es wieder. Jetzt aber, ich war immer noch zu schnell. Ich wusste schon, dass jetzt der Zeitpunkt ist. Ich war immer noch zu schnell. Das glaubst du doch. Das glaubst du doch gar nicht, ey. Ja, zweimal wieder, damit ich noch sehe, wohin ich springe. Und diesmal kann ich das ja eigentlich auslassen. Aber da war auch ein Bonus-Ding. Na gut, egal. Lassen wir einfach mal. Nee, hier, guck mal, hier ist das. Gut. Mit Bonus-Pass meine ich übrigens die Käfer, ja. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich hier letztes Mal, glaube ich, einen verloren habe, einen Affen, und jetzt keinen mehr habe zur Verfügung. Das heißt, ich muss jetzt einfach mal gucken, ob ich das hinkriege, timingmäßig. Hier waren gleich drei Bienen, genau, und ich weiß noch, ich verkackte hier. Genau! Aber so nicht. Und warum ich das Bonus-Ding jetzt nochmal mache, ich habe keine Ahnung. Vielleicht will ich Wild sparen? Spart überhaupt. So, schauen wir nochmal, wie ich versage. Oh nein, ich habe die Richtungen vertauscht. Heute war Gegenteiltag und ich bin in die Flamme reingeglitten. So, diesmal weiß ich ja Bescheid, was ich tun muss hier. Ich war wahrscheinlich beim letzten Mal einfach nur confused. Wow. Ey, wie knapp das ist. Was so? Wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Hätte ich da wieder schneller sein müssen? Ich weiß doch nicht, wann ich schneller durch muss, wann ich langsamer durch muss. Das sehe ich doch nicht. Feuerspiel, das ist doch unfair. Komm, also das ist echt ein bisschen unfair, muss man doch ganz klar sagen. Ich wette, da hätte ich nämlich schneller durchkommen müssen, anstatt so langsam. Und das kann ich vorher nur mal nicht ahnen, ob wann das Zeitfenster noch perfekt ist. Das ist schon ziemlich dreist, dieses Level. Wahrscheinlich werde ich auch hier für die ganze Folge brauchen. Na gut, mein oberstes Ziel ist einfach nicht Game Over gehen hier. Die Welt ist nun mal ein bisschen schwieriger und dass ich dafür folgende ganzen Part brauche, ist dann, denke ich mal, vertretbar. Komm, das nehme ich mir wieder mit. Ich will kommen, versuchen. Ich habe das O gar nicht. Warum habe ich das O nicht? Warum habe ich das O nicht? Na gut. Da wird das mit dem Kombo nichts. Erstaunlicherweise, wie habe ich das denn erraten gerade? So, hier werde ich ja mittlerweile auch, wie es geht. Und nee, das lassen wir diesmal aus. Ich springe jetzt nicht nochmal extra da rein. Okay, also ich weiß nicht, muss ich jetzt hier ganz schnell durch? Ich versuch's einfach mal. Nein, guck mal, da kommt ja direkt der eine Typ an. Wo? Da kommt doch direkt der eine Typ an. Das geht doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung bei dieser Stelle, ey. Das verwirrt mich sehr. Ja, hier ist das G. Okay, aber wenigstens ein paar Bananen, damit das irgendeine Art Sinn hatte. War es das jetzt? Da ist so eine Planke. Ich kann aber nicht abspringen. Ich konnte nicht abspringen gerade. Oder ich würde jetzt am liebsten safe staten. Ich weiß nicht, was hier ist. Ach so, warte, ich habe eine Idee. Hier ist eine Höhle wahrscheinlich, deswegen ist die Planke auch da. Ach so, der Typ steht da drinne. Dachte doch, dass der da drinne steht. Okay, dann machen wir das einfach mal so. Ja, danke. Oh Gott, wie geht der Rollsprung, Alter? Ach ne, sie kann nur so und fliegen, ne? Dann muss ich es einfach mal probieren. Whoa. Okay, gut. Ich denke, wenn ich so richtig auf meine Uhr geachtet habe, vielleicht 8-9 Minuten ungefähr. 8-9 Minuten. War noch okay, würde ich sagen, oder? Hier unten geht's da erstmal lang. Ja, ist die Frage. Wo geht's lang? Will ich jetzt dieses Dingster-Level machen oder zurück? Ich glaube, da oben geht's so rum zurück. Das ist doch bestimmt eine Zwei-Wege-Runde, oder? Ey, komm, ich will diese Höhle besuchen da. Ich will zurück. Lass mich zur Höhle, die ich ausgelassen habe. Geht das? Was? Es geht nicht, wieso nicht? Das zeigen wir mal, warum das nicht geht. Wow, sein Lift ist einfach mal kaputt. Wie sie mich aber auch echt von dieser Höhle weglassen wollen, die ich schon längst hätte besuchen können. Na gut, dann eben dieser Flutlichtfisch. Und wenn ich das Level richtig deute, dann haben wir jetzt so einen Lichtkegel in diesem Wasser, natürlich. Natürlich doch, und ich sehe nichts richtig doll. Das gefällt mir gar nicht. Also, ich hoffe mal, hier ist gerade kein Gegner, sonst wäre das jetzt echt arg übel.
Mann, die kann man aber gut sehen, guck mal. Das ist ja so ein komischer Fisch, den wir schon mal besiegt haben, und der ist diesmal in Gelb. Was macht der gerade hier? Kann ich ihn von hinten treffen? Entschuldigt, aber dieses ist eine berechtigte Frage, oder? Kann man den mitstellen? Guck mal, der bewegt sich immer weiter weg, habe ich den Eindruck. Irgendwie macht der auch nicht viel mehr. Ich lasse ihn, glaube ich, mal da stehen, also. Ich weiß nicht, ich weiß sonst nicht mit dem anzufangen gerade. Hier ist aber echt arg dunkel teilweise hier. Hier ist ja so einer. Ja, klar. Schönes K. Wenn ich mich beeile, schaffe ich das aber ja vielleicht noch in dem. Ach, guck mal, die machen doch so ein minimal bisschen Licht. Das habe ich vorhin gar nicht gemerkt, dass es heller wurde. Wahrscheinlich, weil es noch nicht drauf ankam. Kann ich mir vorstellen. Na. Vorsichtig. So. Ja, es ist sehr dunkel, aber wie, was, wo muss ich denn hin? Ich sehe es gar nicht. Ja, hier lang einfach. Okay, dann stechen wir einfach mal so ein bisschen rum hier. Genau. Ja, dich sehe ich auch. Wow, wow, wow. Euch sehe ich auch so gerade. Ey, Leute, das ist aber echt verdammt dunkel, ey. Also, wenn ich hier Bonusdrachen immer sehe, dann wundert mich das nicht. Da ist aber bestimmt in der Ecke. Ist da in der Ecke? Ich weiß es nicht. Ich versuch's einfach. Nö, da ist gar nichts in der Ecke. Schade. Und den nochmal anstechen. Huhuhu. Ja, der eine Fisch verfolgt mich da jetzt so ein bisschen. Ich stech dich ab! So. Oh! Bisher sehe ich gar nichts an Bonus davon aus. Das ist komisch. Boah, ist das dunkel schon wieder. Das war uns gewagt, denn wie wir wissen, kann man was verlieren, wenn man die abstechen will, während die gerade unten sind. Das ist echt schon böse. Ich würde fast sagen, bei meinem ersten Run durch dieses Level will ich gar nicht gezielt auf Bonus-Sachen gehen, denn das ist echt übel. Komm nochmal zurück. Ich bin auch ziemlich vorsichtig zurecht, aber weil ich echt will keine Fehler leisten will durch Doofheit. Ja, ich setze. Toll! Woher soll ich das wissen? Hätte ja sein können, dass die noch so weit runterkommen, dass ich nochmal vorbei kann an der Seite. Wie gemein, ey. Das Bonusfass. Bonusfass! Im Dunkeln, 90 Sterne. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Okay, das könnte echt knapp werden hier, du. Weiß ich nicht, bei 90 Sternen klingt so erschütternd. Ach, geht eigentlich, oder? Eigentlich geht das. Wenn ich meinen ganzen Körper quer durch die Sterne fetzen lasse, dann habe ich doch noch genug Zeit, seht ihr? 37 haben wir schon, ich frage mich, wie viel es insgesamt gibt. Mehr als 50 müssten es auf jeden Fall sein, oder? Weiß ich nicht. Obwohl, könnten noch genau... Können noch genau 50 sein, weil so viele Bonusfässer habe ich noch nicht ausgelassen. Doch, ich glaube, es sind mehr als 50. 65 oder so, keine Ahnung. 75. 100! Nein. Na gut. Geil. Wirklich geil. Und ich wette, da war noch bestimmt dann auch wieder irgendwie. Jetzt der letzte auf die Hitze. Das ist toll. So, ich habe hier noch ein paar. So, ich habe euch mal ein paar Sachen erspart. Ich bin jetzt gerade direkt an dem Bonus-Ding vorbeigekommen und jetzt hoffe ich mal, dass ich gleich zum Mittelpunkt erstmal komme. Also ganz ehrlich, normalerweise zeige ich ja ein paar Sachen umgekürzt, aber das Level ist so langweilig zum Wiederholen, dass ich euch da die Wiederholungsszenen erspart habe. Ja, okay, wir gehen erstmal zum Mittelpunkt, jetzt kann ich immer noch gucken, ob da was ist, denn das sieht schon so verräterisch aus, so wie viel hier rumgeistert. Ich hätte gedacht, in der Mitte ist vielleicht was, aber nein, dann ist wieder in der Ecke hier was. Ist hier echt gar nichts? Wow, und dafür habe ich jetzt ein Leben verballert, ist ja ganz großartig. Ich sehe hier nur noch 3 Stück übrigens. Die Welt wird wohl ihren Tribut fordern, aber ich hoffe noch nicht. Jetzt vielleicht hier oben in der Ecke irgendwas. Ne, da komme ich her, gut, das ist mir auch egal.